Hallo. Mit Backpulver und Essig kann man sich nicht nur seine eigenen kleinen Bomben bauen, sondern man kann damit auch prima seinen Abfluss reinigen. Dazu nimmt man aus dem Waschbecken zunächst den Stöpsel über dem Abfluss heraus, gießt etwas Essig herein. Das sollte schon reichen. Und nun schüttet man etwa eine halbe Tüte, also von der Größe wie die ihr hier seht. Davon gibt ihr etwa die halbe Tüte von dem Backpulver herein. Wie ihr jetzt vielleicht schon hören könnt, fängt es an zu brodeln, aber keine Angst, das ist normal. Und durch dieses Brodeln und die Reaktion von Essig und Backpulver geht erst der ganze Schmutz in dem Abfluss ab. Und falls er verstopft sein sollte, hilft Backpulver und Essig auch prima dagegen. Und nach etwa 3 Minuten sollte der Abfluss wieder frei sein. Am besten lasst ihr nochmal Wasser drüber laufen. Dann könnt ihr auch schon den Stöpsel wieder drauf machen. Und dann nochmal schön Wasser drüber laufen lassen. Der Abfluss ist jetzt wieder frei.